Jetantrieb mit Elektroantrieb hatten. Und jetzt haben wir hier eine Carf L39, die hier rausrollt. Sag mir jetzt nicht, dass die auch elektrisch ist. Ja, die ist elektrisch. Und zwar elektrifiziert mit dem größten Schübler-Antrieb. Der Pilot ist auch Manfred Grewe, der uns eben die Spark schon gezeigt hat. So, da haben wir, wir müssen weiter nach hinten gehen. Die großen Durchmesser kommen weiter hinten. Die L39 von Carf, immerhin Brocken mit einer Länge von 3,3 Meter, 22 Kilo, wird hier angetrieben von einem DS215 HST mit 195 mm Durchmesser. Das ist schon ein richtig toller Brocken. Wir haben noch ein paar Daten dazu. Die maximale Drehzahl bei diesem Antrieb liegt bei ca. 13.500 Umdrehungen. Man muss sich das natürlich vorstellen, das sind fast 20 cm. Eine Stromaufnahme von 290 Ampere. Als Akku wird verwendet ein 14S mit 8000 mA. Ich denke mir sogar, das sind zwei davon. Das ist der erste Impeller für Jets bis 25 Kilo Fluggewicht. Yeah, very impressive. In the air we have a L39 painted in silver, and while the second F20 just landed here. And that's a bit weird because it's a really big model. It's a quarter scale, it's a Carf model, and but it's powered electric. So I was wondering, and we found a ducted fan system which is produced by Schübeler. It's called the DS215. It's an impressive diameter of 195 millimeters, and the weight of the ducted fan is 3.5 kilograms, and the thrust which is available, it's up to 23 kilograms of thrust. It's taking about 290 amps to turn the ducted fan to a maximum of 13,500 RPM. As a controller, you need something which is able to handle 300 amps. And the batteries, it's a 14S, two times with 8,000 milliamps. And the special thing about this here is that it's the first ducted fan worldwide, which is announced for jets up to 25 kilograms takeoff weight. It's going to be also available in the version DS171. That's a smaller version with just 180 millimeters. And the price is around 3,000 euros. So that's the ducted fan, including the engine. And you just have to compare it with an engine which is in the size of a JetKit P200. Ja, wir nähern uns auch in diesem Slot jetzt gleich dem Ende. Der nächste Slot ist hier schon in Vorbereitung. Auch hier geht es um einen elektrischen turbinenähnlichen Antrieb. Gleich dazu mehr. Erstaunlich die Wendigkeit jetzt hier, die der Manfred hier mit der Albatros präsentiert. Fahrwerk ist jetzt draußen. In der Zwischenzeit auch super gemacht, die beiden Jungs mit den F20. Ist ein bisschen untergegangen in der Moderation hier. Nehmen Sie uns das nicht krumm, wir müssen immer möglichst viel Informationen weiterbringen. Da reicht manchmal die Zeit nicht und da muss man sich entscheiden. Erzähle ich jetzt was über das Fliegen oder von technischen Daten? So, die Albatros kommt von rechts zur Landung eingeschwebt. Ja, wie gesagt, wenn man den Preis von 3.000 Euro für den Schübeler-Antrieb hier in Relation stellt, Josef, wir müssen es einfach vergleichen mit einer 200er Turbine. Und es ist absolut beeindruckend. Einen dicken Applaus für unseren größten Impeller-Jet, ich sag mal, größter Impeller-Jet weltweit. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, weil der erste Start für die Firma C-Flix wird hinter unserem Einsatzfahrzeug stattfinden. Oh, quasi hinter unserem Rücken nicht ganz. Es ist ein...